Ja, vielen Dank erstmal für den herzlichen Empfang hier im schönen Schmalkalden. Liebe Freunde, Freiheit ist das Einzigste, was zählt. Freiheit ist die Einzige, die fehlt. Freiheit wurde wieder abgestellt. Diese Zeilen aus dem Lied von Marius Müller-Westernhagen erscheinen mir heute nicht weniger aktuell wie damals im Wendeherbst 1989. Denn in nur zwei Tagen, am 2. November, tritt eine sogenannte Notstandsverordnung in Kraft, die uns nicht nur die meisten unserer freiheitlichen Grundrechte beraubt, sondern auch nur einen ganz kleinen Schritt vom Kriegsrecht entfernt ist. Und da höre ich Worte wie dramatische Lage, nationaler Notstand, harte Bewährungsprobe und langer, schwerer und entbehrungsreicher Winter. Das, liebe Freunde, klingt für mich nicht wie eine Regierungserklärung in einem demokratischen Land, sondern eher wie die Durchhalteparolen aus der Deutschen Wochenschau, Rubrik Das Oberkommando der Corona-Kämpfer gibt bekannt. Und bald, da hören wir wahrscheinlich vom Impfstoff als Wunderwaffe für den Endsieg über den viralen Gegner. Ja, Aluhüte, Verschwörungstheoretiker, Covid-Joden und Corona-Leugner. Mit diesen Schmähungen beschimpfen unsere zwangsgebührenfinanzierten Qualitätsmedien alle Menschen, die sich auch nur wagen, eine andere Meinung zu äußern als das vom göttlichen Funken der absoluten Wahrheit erleuchtete und somit absolut unfehlbare Robert-Koch-Institut. Und wer sogar die Prophezeiung von Meister Drosten, das ist der oberste Virusritter im Hohen Rat der Merkelaner, bezweifelt, die da lautet, ohne Maske elendig du sterben wirst, der steht kurz davor, auf dem medialen Scheiterhaufen verbrannt zu werden, so wie Xavier Naidoo, Michael Wendler oder Nena. Und dass Corona-Skeptiker noch nicht, wie im Mittelalter, ganz öffentlich als Ketzer verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen, das liegt auch wahrscheinlich nur noch daran, weil schon Greta Thunfisch und die Fridays for Future-Jünger wegen der dabei entstehenden Feinstaubbelastung meckern würden. Und ich frage mich auch, ob unsere beste Regierung aller Zeiten bald den Straftatbestand der Corona-Leugnung einführt. Dabei, wir leugnen doch die Existenz des Virus gar nicht, aber wir hegen massive Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die einen koronalen Krieg gegen das eigene Volk gleichen. Ist es wirklich nötig, unsere gesamte Wirtschaft vor die Wand zu fahren? Ist es wirklich nötig, den Tourismus und die Gastronomie komplett zu ruinieren? Und ist es wirklich nötig, eine ungeahnte Pleitewelle zu produzieren, die hunderttausende Menschen nicht nur den Job, sondern ihre gesamte Existenz kosten wird? Warum gab es denn während der Grippewelle 2018, die übrigens mehr als doppelt so viele Tote fordert wie Corona, keinerlei Maßnahmen? Und dabei beschneidet die Corona-Schutzverordnung unsere Bürgerrechte so massiv, ganz ehrlich, das haben sich noch nicht mal die Kommunisten und DDR getraut. Und die haben wirklich viel gemacht. Ne? Nachdem ich im Juni hier bei Ihnen in Schmalkalden gemeinsam mit dem wirklich großartigen Uwe Steinle, Grüße nach Dresden zu Uwe, auf dieser Bühne stand, da schrieb die Südthüringer Zeitung unter der Überschrift Nazi-Vergleich, ich hätte die Meinung geäußert, wonach Bürgerrechte im Dritten Reich nicht so stark eingeschränkt gewesen seien wie jetzt in der Merkel-Diktatur. Falsch. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Oder gab es im Dritten Reich etwa ein Gesetz,
welches meine Bewegungsfreiheit als 15 Kilometer Umkreis um den eigenen Wohnort einschränkte? Oder eine Verordnung, die mir verbot, meine alten Eltern oder Großeltern im Seniorenheim zu besuchen? Oder machte die Polizei damals Jagd auf Rentner, die allein auf einer Parkbank saßen? Ich weiß es nicht. Liebe Kollegen von der Südthüringer Zeitung, falls ihr jetzt nicht gerade damit beschäftigt seid, eure Auflage zu zählen, die ja in den letzten Jahren um mehr als die Hälfte eingebrochen ist, ich hätte da meine Frage. Seid ihr jetzt eigentlich schon offiziell das Zentralorgan der Staats- und Parteiführung? Ja, und liebe Zuschauer, liebe Freunde hier, kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen dem deutschen und dem nordkoreanischen Fernsehen? Wir Deutsche, wir müssen für staatliche TV-Propaganda noch 17,50 Euro monatlich zahlen. Ja gut, vielleicht sind wir einfachen Bürger einfach nur zu dumm, um die großen Zusammenhänge zu begreifen. Ja, wir können ja nicht alle solche Intelligenzbestien sein wie Katrin Göring-Eckert. Ja, ich sehe, sie erfreut sich auch hier an der großen Beliebtheit, die im ZDF-Morgenmagazin behauptete, die Nazis hätten die Dresdner Frauenkirche zerstört. Aber dabei bewies die koboldgrüne Göring-Eckert geradezu prophetische Voraussicht, als sie 2015, also auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, sagte, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch, und ich freue mich darauf. Ja stimmt, wir freuen uns ja alle riesig über die drastischen Veränderungen. Hin zu einem Land, wo der tägliche Einzelfall von Messerartisten, die freiwillig nicht für eine Rockband, sondern für schon länger hier lebende Frauen halten, zur neuen Normalität gehört. Zu einem Land, wo bis zu 1000 Euro Bußgeld, je nach Bundesland, dafür drohen, wenn Sie sich beim Restaurantbesuch nicht ordnungsgemäß auf die Schnüffelliste der Corona-Stasi eintragen, aber dagegen vorsätzliche Falschangaben im Asylantrag nicht nur straffrei bleiben, das ist das Erste, sondern sogar mit einem all-inklusive Sorglospaket samt monatlichen Taschengeld belohnt werden. Es fällt mir gerade auf, ich habe vorhin bei der Erwähnung dieser grünen Politikerin, habe ich jetzt gleich mehrmals Göring gesagt. Naja, wahrscheinlich bin ich jetzt der nächste Beobachtungsfall vom Verfassungsschutz. Aber, liebe Freunde, wir sollten Covid-19 keinesfalls unterschätzen. Denn hier handelt es sich um ein hochintelligentes Virus, welches sogar eine innere Uhr samt Kompass besitzt. Das glauben Sie jetzt nicht, aber ich habe den Beweis. In München. Da hält sich der unsichtbare Gegner offensichtlich brav an die Nachtruhe und geht erst wieder am Morgen viral. Denn in der Fußgängerzone der bayerischen Landeshauptstadt gilt nur zwischen 9 und 23 Uhr eine Maskenpflicht. Na gut, in Söders Königreich ticken die Uhren ja sowieso etwas anders. Aber sobald das Virus die Berliner Stadtgrenze überquert, schaltet es in den aggressiven Nachtmodus und deshalb müssen die Bars der Hauptstadt von 23 bis 6 Uhr schließen. Und außerdem, es rätseln die Wissenschaftler ja auch noch darüber, wie das Virus Touristen und Geschäftsreisende voneinander unterscheidet. Denn letztere dürfen ja, selbst wenn sie aus sogenannten Risikogebieten einreisen, in Hotels übernachten. Apropos Risikogebiete. Ein regelrechter Viren-Hotspot, das scheint ja Restaurants zu sein. Aber nur auf dem Weg vom Eingang zum Tisch. Wahrscheinlich befällt Corona nur laufende und stehende Menschen, während die Sitzenden, für die keine Maulkorbpflicht gilt, verschont werden. Und dieselben Politiker, die sich diese vollkommen logischen, bundesweit einheitlichen und einwandfrei nachvollziehbaren Verhaltensregeln ausgedacht haben, bezeichnen uns jetzt ernsthaft als Verschwörungstheorie. Aber ganz ehrlich, vor Verschwörungstheoretikern, da habe ich keine Angst. Sorgen bereiten mir die Verschwörungspraktiker und die Regierung. Denn mittlerweile ist fast alles, was uns Spaß und Freude macht, entweder stark eingeschränkt oder sogar verboten.
Man denke jetzt nur an durchkreuzte Urlaubspläne in der Folge geschlossener Grenzen, leere Fußballstadien und Fitnessclubs, die vielen abgesagten Konzerte, Volksfeste und die zur Untätigkeit verurteilten Vereine, die sich sonst, und das ist ganz wichtig, ehrenamtlich für Kultur und Gesellschaft engagieren. Und selbst private Feiern in den eigenen vier Wänden oder das gemeinsame Feierabendbier mit Freunden ist inzwischen verboten. Großzügigerweise gestattet man uns aber noch, fleißig zu arbeiten, denn unsere Steuern, die werden nämlich dringend gebraucht. Zum Beispiel für das völlig größenwahnsinnige Projekt, das Berliner Kanzleramt für schlappe 600 Millionen zu erweitern, 600 Millionen Euro zu erweitern, damit es dann unglaubliche 16 Mal größer ist als das Weiße Haus in Washington. Allein die Möbel der 250 Quadratmeter großen Kanzlerwohnung werden mit 225.000 Euro veranschlagt. Und da sage ich mir, vielleicht, wenn die Kanzlerin dann noch im Amt ist, wenn das Ding fertig ist, dann kann die auch sagen, wir haben Platz oder ich habe Platz und die kann dann mal ein paar Leute aufnehmen, 250 Quadratmeter. Könnte mal als Vorbild vorangehen. Ja? Wie völlig arrogant und abgehoben muss man denn sein, um gerade jetzt, wo viele Familien durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit kaum noch ihre Miete bezahlen können, ein solch irrwitziges Projekt durchzuziehen? Oder wie sich der Bundeshosenanzug vor ihrem und ich hoffe baldigen Abgang noch ein eigenes Denkmal der Schande bauen? Der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck, der sagte einmal, Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Naja, abgesehen davon, dass der Herr Minister offenbar in Geografie ziemlich auf Kreide holen war, unsere Freiheit, die wird überall dort verteidigt, wo mutige Menschen, die sich weder ihre Meinung noch das Recht, diese laut auszusprechen, verbieten lassen, gemeinsam zusammenzukommen. So wie heute hier in Schmalkalden. Und wir haben uns gemeinsam versammelt, weil wir nicht bereit sind, uns einer freiwilligen Rückgratamputation zu unterziehen. Weil wir auch nicht bereit sind, blindlings und bedingungslos jeden Befehl von oben zu gehorchen. Und weil wir nicht bereit sind, uns damit abzufinden, dass unsere Grundrechte jeden Tag ein bisschen mehr ausgehebelt werden. Liebe Freunde, gemeinsam werden wir es nicht zulassen, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer Diktatur aufwachsen müssen. Und wenn die linksgrüne christsozialdemokratische Einheitspartei unter Führung einer ehemaligen FDJ-Sekretärin der Meinung ist, ein ganzes Volk einzusperren und die Meinungsfreiheit abzuschaffen, dann schaffen wir eben diese Regierung ab. Denn eines, liebe Freunde, das haben die feinen Herrschaften in ihrer Blase da oben scheinbar schon längst vergessen. Alle Macht geht vom Volke aus. Vielen Dank. Danke, Elmar. Ja.